Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir mal angefangen, gegen Zavet Drachen zu kämpfen und nur dann am Ende gegen ihn zu kämpfen, und er hat seinen Drachen hier abgeballert und ich habe den letzten Part nicht benannt. Verdammt. Ja, der ist entkommen und wir müssen den Drachen erledigen und ja, Zeugs. So 5 Minuten passiert. Ich habe halt Probleme zusammenzufassen. Entschuldigt. Ja, wir werden mit uns reden. Jetzt sagt sie uns, was sie von uns will. Ich nehme an, das ist der letzte Kampf, ne? Nehme ich jetzt mal an. Hoffentlich. Sieht sich ein bisschen jetzt hier. Oh, es regnet. Das heißt, der Drache ist hier. Ja. Wenn wir das erledigt haben, dann haben wir erstmal hier alles erledigt, nehme ich mal an. Dann können wir im nächsten Part zum letzten Kampf gehen. Geil, ne? Hat ja überhaupt nicht lange gedauert, ne? So 1,5 Jahre wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. Habe ich dieses Jahr angefangen? Weil ich hat schon, ich hat sich natürlich wieder voll lang gezogen, das Projekt. Aber bald, obwohl danach werden wahrscheinlich noch mehr Nebenquests kommen und so, ne? Also ja. Mal schauen. Erstmal den finalen Kampf werde ich heute sowieso nicht mehr machen. Einfach weil ich noch 5 Level trainieren will. Dann sind wir auf Level 100, dann kämpfen wir Level 100 gegen den finalen Boss, das wird schon reichen. Mein Gott, wir haben so auf die Fresse bekommen beim letzten Mal. Wird schon funktionieren. Wahrscheinlich kommt, nachdem wir die Nominat und Artorias erlegt haben, sowieso noch irgendwie noch eine Final Boss Phase oder irgendwie sowas, wo der Final Boss irgendwie noch stärker ist und so. Ja, lieber ein bisschen weiter trainieren da. Gut, aber erstmal machen wir hier diesen Drachen platt. Da oben. Müssen wir noch mal gegen Zavet kämpfen? Ich habe das Gefühl, nein.知らねえ、子供見てやる。ザビーだ。ポイズン。黙って見てる。でも俺が死ぬのを待って、こいつの心臓を食うつもりか。だがそいつは無理だぜ。俺は死なねえし、こいつもやらせねえ。 俺がどうするかは俺が決める。僕はザビーダを助ける。アイゼンがダメだって言っても僕が決める。子供をためらいなく襲い。 Misch dich einfach nicht bei Männergesprächen hier ein. あの白角のドラゴンは誰だ。何があろうと生きることを諦めないのがお前の流儀だと言ったな。なら今のお前は生きているのか。
Ah, wieder ein einfacher Kampf, ich habe so ein Gefühl, nein. Sieg sehr friedlich. Also Outs habe ich jetzt Thema, oder? Du bist sehr viel einfacher als Zavet. Sehr friedliche Musik. Passt irgendwie nicht so. Ich weiß, sehr emotional hier, aber trotzdem. Oh mein Gott, ehrlich. Der Dach ist viel einfacher als Zavet. Wenn man darüber nachdenkt, der Drachen voll was episches war in Tales of Hysteria, ne? Keine Ahnung, in Tales of Hysteria, dieser eine Drache in dieser riesigen Ebene, der war ja voll. Voll episch inszeniert, er musste irgendwie eine ganze Armee gegen kämpfen. Haben Drachen in die Fresse geschlagen. Was sagst du dazu? Oh Gott. Ja. Da lebe ich ja. Mein letzter Moment ging auch voll auf die Fresse. Oh Gott. Irgendwann hätte die Musik aber ruhig durchkicken können, finde ich. Au, 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 au. Aber doch geil, wenn ich meinen Seelenbrecher erleben will. Oh, jetzt kriege ich das natürlich nicht hin. So, komm her. Boom. Episch. Einfach den Drachen in die Fresse geschlagen.
死神の呪いを解かなかった。俺に愛の心臓を食わせたかったのか。質問に質問で返すんじゃねえよ。死神は俺にかかった呪いだ。ドラゴンはすべての精霊がかけられた呪いだ。さっきの汚れ、あれはそういうことなんだな。ああ、もう始まっている。 いや、そうなる日も遠くない。海賊と離れりゃちった回しになるんじゃねえのかよ。俺はアイフリード海賊団副長アイゼンだ。呪いに自分の舵を奪われるくらいならドラゴンになった方がマシだ。ただ大切に思うものが、 ドラゴンになった自分に囚われてしまうことだけは怖い。大事なものにすら気づけなくなったテオドラを救ってくれたんだな。殺すことで何よりも人を傷つけることを嫌い、誰よりも人を愛する優しい。 Sobald herausfinden. てめえ、心配すんな。全部あんたを殺したこのことだ。ザビーだ、お前。テオドラの敵討ちだ。アイゼン、あんたは俺が殺してやる。あんたがあんたでなくなった時は必ず。いいのか。ああ、フィルク。 Ist dann auch der Name von Ednas Amatisierung und später Zavets. Das ist alles Foreshadowing für Tessus Hysteria. Ich liebe es. Ich schlafe 1000 Jahre, bis der Hysteria anfängt. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Elitäres Ignizid. Höher sind wir in der Stufe 4 frei. Okay. Das war's dann mit den Nebenquests, ne? Außer jetzt erscheinen wieder welche irgendwo. Okay, so viel dazu. Jetzt nochmal durch alle Städte hier durchrennen und gucken, ob sich hier Sachen aufgetan haben. Aber lassen wir das. Wobei wäre eigentlich eine gute Idee, dann weiß ich wenigstens noch, ob ich heute weitermachen muss oder nicht. しょう。皆さん、その説はどうも。あの後、ザビーダには会えましたか？ええ、つい先日久しぶりに顔を出してくれて、家内も子供たちも大喜びでした。テオドラさんのことは？テオドラさんは一緒じゃなかったんですが、やっと問題が解決したそうで。二人で旅に出ることになったって言ってました。でも。
Sie ist tot. Weil sie tot ist. これが大いだった家族の流儀なんだ。素敵な流儀ですね。ああ、おいらもそう思うぜ。ザビーダはここに家族がいるから帰る場所があるから安心して旅ができるんだって。びっくりするような大金を置いて多すぎるって言ったら 家族はどれだけ大きくなったっていいんだぜって笑ってました。どこかでザビーダに会った時は伝えてください。あなたの帰る場所はここにあると。はい、必ず伝えます。またな。本部からお達しがあったぞ。輸送部隊の警護体制を 強化せよとのことだ。今でも十分すぎるくらいに警備しているだろう。え、さすがにだよ、シェツ。うん、あ、あ。死者は出ていないようだが、敵は強すぎて本部ではプロの強盗の仕業だと見ているらしい。ゴーマだけでも人手が足りないというのに、強盗まで相手にしないといけないと。 Sagen wir nicht, Lafayette hat es nicht gescheckt. Hey. Dann werde ich noch irre. Okay. Jetzt rennen wir noch mal überall durch. Jede Stadt. Zu gucken, ob nicht irgendwo noch ein Ausrufezeichen aufploppt. Und dann können wir ruhigen Gewissen für den finalen Kampf im nächsten Part hier vorbereiten. Aber mein Glück poppt jetzt noch irgendeine kleine Mini-Quest auf. Ich weiß es. Komm. Ich war mir nicht auf Folter. Vielleicht habe ich ja Glück. Also wie es aussieht, bleibt jetzt nur noch Phoenix übrig. Ja, danach kommen noch ein paar Nebenquests, wenn ich hier mit Dingens fertig bin, mit dem finalen Kampf. Wird bestimmt noch irgendwie so eine Bonus-Dungeon oder so freigeschaltet werden. What? What is this? Wir haben noch 10 Minuten, das schaffe ich noch. Also das ist jetzt wieder eine ganze Questreihe, die hier freigeschaltet wird. Oder Stufe 4 Insel. Oder ich kann zur Hexeninsel. Also irgendwie so was. Stufe 4 Insel wäre jetzt perfekt. Insel der Drachen oder so bestimmt, ne? Habe ich noch nicht. Hab ich glaube ich echt noch nicht. Weiß ich nicht. Erstmal schauen. Okay. Bist du denn? ただもの。 Ist da so ein XP-Golem drin? ただ、さっきの何か知ってるのね。おそらく異大陸から流れてきた宝箱だろう。異大陸の宝箱。なぜそうだと。以前異大陸で同じものを見た。ほっほー、そいつは面白そうじゃの。 行ってみようぜ。どうしても開かないなら、俺が切ってやる。
必要ない。開ける方法は知っている。正確にはアイフリードが見つけた。あ、その宝箱に入ってたのが。そう。ジークフリートだ。アイゼンの言う通りなら、清涼や警視庁に渡すには惜しいわね。マーナン海省に行ってみましょう。Alles klar. Kein Ding. Schatztruhe, das kriegen wir noch hin. Lass mich jetzt mal speichern. Da kommt wahrscheinlich irgendwie ein Boss raus. Jetzt mal, als wir irgendeinen Schatz gefunden haben, mal vom Gegner überrannt. Nee, nicht da, warte, nicht da. Nicht da. Mann, das ist doch hier in der Nähe, ne? Ich glaube, da kann ich von Dings aus, ne? Wo bin ich hier gerade? In Haria? Ne, nicht Haria. Aber auf der anderen Seite wird. Ah, doch, hier. Hm. Wo? Da oben. Genau in der Mitte. Hm. Natürlich. Irgendwie weg. Immer da Teleport-Ding, da schneller reinkommen. Dann hoffentlich war es halt erstmal. Und dann will ich schon hier den finalen Boss hier bekämpfen. Weil davon muss ich erstmal klarstellen, dass ich hier auch nichts mehr zu tun habe. Okay. Wunderbärchen. Komm, zack her. Ultimative Waffe oder so. Da ist bestimmt irgendein Müll drin oder so. Ich habe mich auch gefühlt, dass es sich lohnt. Aber mal schauen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, es wird nichts Besonderes sein oder so. Es wird einfach nur ein Skit sein oder was weiß ich. Mal schauen. Das ist zum Beispiel eine Goldruhe. Das möchte ich die erstmal öffnen. Was? Was? Einen Arm nehmen? Hallo? Komm nicht mal an die Truhe hier dran. Boah, willst du mich auf den Arm nehmen? Da war die sogar. Stinknormale Goldruhe. Mal zusammen. Reicht, ihr meist, Van Eltia. Van Eltia, Gono Sekenia, Italik no Gijitsu, Motta Gishina Kakawatte Itakarana. So, you Gusen. Enishina. I freed, Jeek freed, Motarastanda. Kanjin no Nakami, Nananda. Wunder. つないことつまらんの。かなり古いけど、読めることまで書いてある。特殊能力不可装置。ジークフリートに関する研究。さっきは言うんじゃん、マジ。これです。あちこち欠けてるけど、そうみたい。こりゃまたえらい偶然じゃの。フィ、続きお願い。アバロスト時代の遺物と思われるジークフリートは。 内蔵された術式によって霊力の操作を可能とする。一般的には打ち抜いた対象の霊力を操作し増幅する装置として認知されているが、これは正規の機能を起動制御するための基本能力に過ぎない。正規の機能？
Das hat ein Anspiel auf den finalen Kampf in Zestiria. Okay, leider der Name, ne? ちょっと面白くなってきたの。その本来の機能は意志の弾丸を打ち込み、特殊な効果を発動することである。霊体結晶の弾丸は込められた意志の種類によって複数の異なる効果を発揮する力の結びつきを断つ弾丸や一時的に穢れの影響を遮断する弾丸。あれ、Sachen, die man in Zestiria gemacht hat. 弾丸のありかは？これ以上はボロボロで読めない。そうか。真偽は不明じゃが、それなりに納得できる説じゃな。アイザン、弾丸を探してみようよ。いや、やつの。俺には必要ない。でも、その弾丸があれば、あなたは。俺には先にやることがある。何より。 もうジークフリートはザビーダのものだ。ライフセット。今度ザビーダに会ったらこのことを教えてやる。頼む。あいつならきっと弾丸を探し出すだろう。世界中を駆け回って。ああ。必ず伝えるよ。やれやれ。これも演技。Dann verballert er es. An so einem blöden Troll oder so, den Tales of Hysteria. これでいいんだろ。どの道未来がどうなるかなんてわからんしな。そうね。それでいいの。いいのかい？ええ。先が分かったらつまらないでしょ。それもそうじゃな。Liquid-Bedienungsanleitung. Okay. Wahrscheinlich hat sich jetzt überall noch wieder was geöffnet, ne? Gucken wir uns das gemeinsam an. Damit wir das erledigt haben. Ich will jetzt endlich mal einen Punkt erreichen, wo ich nichts mehr habe. Hallo? Ich muss den finalen Boss hier in Angriff nehmen. Ich habe schon wieder nicht damit gerechnet, dass wir hier so viele Sachen machen müssen. Ich endlich bis Level 100 trainieren und mich vorbereiten. Dann werden wir ja wohl stark genug sein für den finalen Kampf. Wahrscheinlich werden wir sogar zu stark sein. Aber ist mir egal. Wir haben noch Phoenix übrig, der ist noch eine Herausforderung, also werde ich das nicht so bereuen. Aber ich kenne das doch. Ich komme dahin, denke mir, ich bin voll überpowered. Dann kriege ich immer noch auf die Fresse. Dann wird das ablaufen im finalen Kampf. Ja, aber es sieht gut aus. Noch nichts. Genauso sah nämlich auch vor der Aufnahme aus. Überall durch hier gegen Grand. Musste alles noch mal angucken. Wo ja noch was ist. Hier ist noch Phoenix. Ja. Blub. Vielleicht treffen wir irgendwo noch. Leck mich am. Wir sind jetzt schon wieder. Hexeninsel. Okay. Ja, das müsste ich doch noch ein bisschen weiter aufnehmen. カリスに捕まってたやつが逃げ出したのか。いや、タイマシの口ぶりからすると俺たちの。いや、ミスマダインエアリッシ。シルバ。ボーよ。妙な気を起こすでないぞ。あのドラゴンの手強さは知っておるじゃろ。あんなのに関わったら命が100個あっても足らん。ここは放置が一番じゃ。助ける。 Ich bin immer noch der Meinung, dass das Diesel ist.
Ach ja, war ja Nummer 1, ne? せめて決着をつけてあげたい。好きにしなさい。骨は拾ってあげるわ。俺も一緒に行く。私もです。何事も決着はつけなきゃな。全くお気楽者どもが負けたら骨まで食べられるというに。 Okay, jetzt kommen wir zur Hexeninsel, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Guck offscreen selber nochmal hier, ob sich irgendwelche neuen Orte aufgetan haben und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir wahrscheinlich zur Hexeninsel düsen werden. Ich bedanke mich allzu fürs Zuschauen. Würde es nicht freuen, wenn ihr einen Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss, bye.